Hi, ich bin Sarah und ich zeige dir heute, wie du ganz einfach Mini-Amerikaner selber backen kannst. Für circa 20 Mini-Amerikaner brauchst du 110 Gramm Zucker, 120 Gramm Butter, die sollte am besten weich sein, also stell sie schon eine Weile davor aus dem Kühlschrank, 2 Eier, 250 Gramm Mehl, ein Päckchen Vanillepuddingpulver und wenn du das nicht hast, kannst du auch 40 Gramm Speisestärke benutzen, 3 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz dann noch dabei und 100 Milliliter Milch. Das brauchst du für den Teig und für die Dekoration kannst du ganz kreativ werden. Du kannst einen Zuckerguss machen, dafür brauchst du dann ca. 100 Gramm Puderzucker und 1 bis 2 Esslöffel Wasser. Du kannst, wenn du willst, auch Zitronensaft benutzen oder Milch. Das ist dir überlassen. Dann 100 Gramm Kuvertüre. Da kannst du auch schauen, ob ihr vielleicht noch normale Schokolade daheim habt. Vielleicht ein Osterhase von Ostern. Und die kannst du sonst auch verwenden. Und dann noch zum Dekorieren, was du willst, was ihr so daheim habt. Entweder so bunte Zuckerstreusel oder vielleicht habt ihr auch noch Smarties oder Gummibärchen daheim. Da dürft ihr dann ganz kreativ werden. So, als erstes nimmst du die weiche Butter und gibst sie in eine große Schüssel. Und da ist gut, wenn die schon weich ist, weil dann kannst du die besser verrühren. Da gibst du jetzt den Zucker dazu. Und das verrührst du jetzt gut. Wenn du das jetzt gut miteinander verrührt hast, kannst du jetzt nach und nach die Eier reinschlagen und auch verrühren. Aber es ist wichtig, dass du das nacheinander machst. Das heißt, du tust erst das erste Ei rein. Und dann ein bisschen verrühren und dann das nächste Ei und dann nochmal rühren. Du kannst die Eier auch davor in eine extra Schüssel aufschlagen. Und wenn da noch ein Stückchen Schale drin ist, kannst du das leichter rausholen. Als nächstes vermischst du alle trockenen Zutaten miteinander. Also du gibst eben das Puddingpulver und das Backpulver sowie das Salz zum Mehl und vermischst es einmal. Also es muss nicht so gut vermischt sein, aber einfach alle trockenen Zutaten zusammen. Und dann hast du hier deine Milch. Und die zwei Sachen tun wir jetzt nacheinander in den Teig mit einrühren. Das heißt, wir geben jetzt hier ein paar Esslöffel Mehl hinzu. Verrühren das und dann ein bisschen Milch und dann wieder Mehl, bis alles gut vermischt ist.
So, dein Teig sollte jetzt ungefähr so aussehen und darf nicht zu flüssig sein, weil er sonst nachher beim Backen zu sehr auseinanderläuft. Also hier so ein bisschen eine festere Konsistenz ist ganz gut. Und jetzt als erstes müsst ihr noch euren Backofen vorheizen und zwar auf 160 Grad Umluft. Der Teil, in dem ich euch gezeigt habe, wie ihr die Americano formen könnt, ist mir leider verloren gegangen. Da hatte mein Handy einen kleinen Aussetzer. Aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich recht einfach. Ihr nehmt einfach 2 Teelöffel, um den Teig zu portionieren. Und ihr könnt selber entscheiden, wie groß oder wie klein ihr das haben wollt. Ich habe für meine, die sind ungefähr so geworden, immer so 2 gut gehäufte Teelöffel genommen. Genau, und so könnt ihr einfach mit den 2 Löffeln so kleine Häufchen auf das Backblech setzen. Und was dabei ganz wichtig ist, dass ihr genug Abstand lasst zwischen den Amerikanern, weil die verlaufen im Backofen noch. Und ihr müsst es auch nicht verstreichen, dann, dass es irgendwie größer wird, sondern das bleibt einfach wirklich nur so eine Kugel auf dem Backblech. Und die verläuft dann. Und das ist wichtig, dass ihr eben wirklich genug Abstand haltet, weil sonst kann es sein, dass die so ein bisschen aneinander kleben. Das ist dann auch nicht so schlimm, aber genau, ich habe aus der Teigmasse jetzt 18 Stück rausbekommen und die sind eigentlich, ja, sind so mittelgroß. Sie sind nicht so groß wie die normalen, aber sind auch nicht so ganz klein. Also da könnt ihr selber entscheiden, wie groß ihr die haben wollt. So, meine Amerikaner sind jetzt fertig. Das sieht man daran, dass sie am Rand so einen schönen, leicht bräunlichen, so leicht bräunlich angefärbt sind. Genau, die waren 15 Minuten im Ofen. Und hier sieht man auch, vereinzelt sind die so ein bisschen zusammengelaufen. Da sieht man, dass es wichtig ist, genug Abstand wirklich zu halten. Und die sind jetzt auch gar nicht so klein geworden. Aber ihr könnt einfach selber bestimmen, wie ihr das haben wollt, ob ihr kleinere haben wollt oder ob ihr größere haben wollt und dementsprechend mehr oder weniger Teig einfach nehmen. Aber dann darauf achten, dass es eben ein bisschen länger braucht zum Backen, wenn sie größer sind. Genau. Und als nächstes geht es jetzt an die Dekoration und dazu zeige ich euch, wie ihr das machen könnt. So, für den Schokoguss nehmen wir 100 Gramm Vollmilchkuvertüre, ihr könnt auch Zartbitter nehmen. Oder wenn ihr keine Kuvertüre daheim habt, könnt ihr auch mal schauen, ob ihr noch sonstige Schokoladenreste habt. Vielleicht eine angebrochene Tafel Schokolade oder noch ein Osterhase von Ostern. Und das nehmt ihr dann einfach und hackt es klein, dass es besser schmilzt. So, jetzt müssen wir die Schokolade schmelzen und das könnt ihr jetzt entweder in der Mikrowelle machen oder so wie ich mache es jetzt auf einem Wasserbad. Und zwar brauche ich dafür einen Topf, den fülle ich dann mit Wasser. Und jetzt müsst ihr nach einer Schüssel schauen, die da gut drauf passt. Und eure Hände sind ganz schokoladig. Ich habe jetzt hier so eine kleine Schüssel, die passt hier ziemlich gut drauf, weil die hier noch solche Stangen hat, dass es nicht ins Wasser fällt. Weil das ist nämlich ganz wichtig, dass dass kein Wasser an die Schokolade kommt. Und wenn ihr nicht so einen Behälter habt, dann nehmt lieber eine größere Schüssel, nicht aus Plastik, sondern aus Metall am besten. Die kann auch ruhig größer sein dann als der Topf. Und was ihr beachten müsst, ist, dass ihr nur so viel Wasser hintut, dass eure Schüssel das Wasser nicht berührt. Das ist ganz wichtig. Genau, dann füllt ihr nämlich die Schokolade in die Schüssel.
Füllt Wasser in euren Topf. Und stellt das Ganze auf den Herd. So, ich habe jetzt Wasser in dem Topf und die Schüssel da drauf gestellt und lasse jetzt das Wasser warm werden. Und währenddessen könnt ihr einen Löffel nehmen und ein bisschen drin rumrühren. So, und wenn die Kuvertüre jetzt gut geschmolzen ist, dann könnt ihr euer Wasserbad ausstellen. So, und für den Zuckerguss müsst ihr jetzt einfach die Flüssigkeit mit dem Puderzucker verrühren. Und entweder ihr nehmt Wasser oder ihr könnt auch Zitronensaft nehmen, das gibt auch einen guten Geschmack, oder Milch, wie ihr wollt. Genau. Und dann müsst ihr jetzt einfach mal schauen, wie viel Wasser ihr da genau braucht. Weil es sollte eben nicht zu fest und auch nicht zu flüssig sein. Da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Also ich glaube sogar, dass es jetzt ein bisschen zu wenig Flüssigkeit ist. Jetzt nehme ich einfach noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht noch mal so einen Esslöffel dazu. Und dann immer Stück für Stück schauen. Und wenn es zu flüssig ist, dann nehmt ihr einfach nochmal ein bisschen Puderzucker dazu. Und so schaut ihr einfach, macht ihr das so lang, bis ihr dann eine gute Konsistenz habt. So, das sieht jetzt ziemlich gut aus. Und jetzt könnt ihr auch schon loslegen mit dem Dekorieren. Passt immer gut auf mit dem Blech, das ist noch heiß. Dass ihr euch nicht verbrennt. Und jetzt ist der Trick, dass die sind ja jetzt so hobel, also so ein kleiner Berg. Und zum Verzieren dreht ihr die jetzt um und den Guss, also die Schokolade oder den Zuckerguss, den tut ihr jetzt hier auf die flache Seite und nicht hier drauf. Und dann bekommt es so den typischen Amerikaner-Look. Und jetzt könnt ihr kreativ werden, ihr könnt kreativ werden, könnt machen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt mal den Zuckerguss und gebe so zwei Teelöffel da drauf, verstreicht es schön bis an den Rand. Genau. Und wenn ihr auf den Guss jetzt noch Streusel oder Smarties drauf tun wollt, dann müsst ihr das noch machen, solange der Guss noch nicht getrocknet ist. Das heißt, ihr tut direkt danach ein paar Streusel drauf. Genau. Und so macht ihr jetzt weiter, bis alle verziert sind. So, das war's jetzt auch schon. Ihr seht, es geht ganz einfach, ist kinderleicht und kriegt jeder hin. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit beim Genießen eurer leckeren, selbstgemachten Amerikaner. Tschüss!